willkommen bei YouTube-Kanal Kurti inspiriert beim Gastronaut. Jawohl, heute gibt es wieder einen neuen Video und zwar, wie inspiriere ich mich? Ja, wenn du schaust, wann aktuell was gibt für Ausbildung zum Waldbaden. Ich bin hier in Murnau. Wir haben natürlich hier viele Wälder. Hier ist ein Bohlenweg, schaut dir das mal an. Ein Holzbohlenweg durch den Wald, den ich natürlich gerne mal verlasse, links und rechts. Hörst du die Vögel hier im Hintergrund? Das ist für mich zum Beispiel Inspiration pur. Stille, Natur und nur ich. Sonst niemand. Ich gehe meistens zu unzyklischen Zeiten, wo auch keine Menschen ich treffe. Meistens in der Früh oder abends oder unter der Woche. Nicht am Wochenende. Na, da wo ich natürlich weiß, dass schön ist, wissen andere auch. Und dann geh mal querfeld ein durch den Wald, nimm mal den Geruch wahr, setz dich mal auf einen Baumstumpf, beobachte, lass das Handy im Auto. Das Auto steht hier 200 Meter weit weg, bringe ich jetzt gleich zurück. Ich möchte euch inspirieren, mit diesem Video in die Stille zu gehen, in die Klausur zu gehen, mit dir. Ja, da entdecke ich auch ab und zu was. Und Unsicherheiten. Und die Unsicherheiten darf man auch erkennen und in Sicherheiten verwandeln. Und Ängste in Siege verwandeln. Das ist Wachstum. Es geht immer um persönliches Wachstum. Nicht um das Geld auf deinem Bankkonto. Es geht immer um persönliches Wachstum. Ideen, Inspiration, Lust, Lust am Leben. Meine Freunde, die Familie Traubel im Hotel Hubertus. Eine schöne Vision, schönes Konzept. Die haben als Titel Lust auf Leben. Und nicht das Wort Leben von hinten gelesen, heißt nämlich Nebel. Ist auch immer schön. Kommen wir mal home, einen Tag, dann blickt man wieder nach vorne. Geht auch nicht immer natürlich, dass man nur nach vorne schaut, aber prinzipiell sollte die Richtung stimmen. Nach vorne zu blicken. Inspiration. Wo holst du dir denn Inspiration? Schreib mir das mal rein unter die Kommentare, wo du dich inspirieren lässt. Wenn du Lust hast auf Inspiration, komme ich in deinen Laden, in dein Hotel, in dein Restaurant. Inspiriere dich, inspiriere dein Team, inspiriere und emotionalisiere auch dein Restaurant. Weil es geht immer um Stimmung. Stimmung bringt grundsätzlich Zustimmung. Und so ist es auch bei der Stimme. Stimme bringt Stimmung und dann kommt die Zustimmung. Ist das nicht ein Traum? Oder es ist ein Traum. Liebe Grüße zu euch, zu dir. Und wenn dir das Video gefallen hat, klicke auf Abonnieren, geh mir nicht mehr verloren. Und wenn du mich brauchst, bin ich für dich da. Schau auf die Website www.gastronaut.club. Dort gibt es verschiedene Coaching- und Inspirations- und Wertschätzungsangebote für dich. Dein Gastronaut Kurt Höller. Sagt Servus.